So, da sind wir doch auch schon wieder zurück. Du, so schnell kann das gehen, ne? Die Zeit lief nicht, du, ich sag euch das. Ich hoffe, ihr habt euch wieder mit was zu trinken versorgt. Ein bisschen Knabberkram am Start. Es geht munter weiter. Wir sind immer noch auf der Jagd nach Deggard Kane. Und wir sind nicht rausgeschmissen worden. Ich bin voller Hoffnung. Nur wenn wir jetzt rausfliegen würden, würde es noch mehr wehtun, ne? Deswegen hoffen wir mal, das Game bleibt stabil, ne? So. Okay, jetzt geht's hier weiter. Warte mal, jetzt muss ich eigentlich... Ah, ne, komm, wir lassen's so. Mich nervt, dass das meine Webcam die ganze Zeit am Abspasten ist, weil ich das nicht ausgeschalten habe, aber es ist egal. Es ist egal, es ist wie es ist. Da müssen wir jetzt einfach mit leben. Wir gehen weiter. Bevor wir durch die Höhle gehen, die uns wahrscheinlich zu den Baum bringt. Oh, what the fuck, sieht das gut aus. Alter, ist ja abartig. Ihr müsst das nochmal im Original sehen. Wie es das einfach geboren hat. Ist ja ekelig. Das ist im Original schon widerlich, aber das sah ja mal richtig ekelhaft aus. Also Props gehen raus an das Design. Es war herrlich ekelhaft. So, hier noch ein paar Heiltränke am Start. Gönnung. So, hier geht das noch nach unten und gehen wir doch da nochmal lang. Zack. So, und seid ihr nebenbei auch ein bisschen am Zocken oder komplett fokussiert? Oder was treibt ihr so Schönes an diesem Samstag? Irgendjemand seine Switch am Start? Oder irgendein MMO nebenbei? Drop bekommen, sehr schön. Auch schon aktiviert, nur noch nicht frei zum Installieren. Ah, hier meinst du so ein Diablo-Drop oder was? Berichte mir, was du meinst mit Drop. Was für ein Drop, was für ein Drop? Hier, guck mal, so sieht das im Original aus. Aber ganz ehrlich, das sieht noch deutlich ekliger aus. Kann man die Karte auch so durchsichtig wie früher machen? Die ist doch eigentlich so transparent. Meinst du so? Ja, für die Diablo 2 Resurrected Beta, ja, Grüße gehen raus und kratz dazu. Ab wann darfst du denn da loslegen? Jetzt gleich, weil, also ich sag mal, wie es ist, ne? Also ich könnte Unterstützung gebrauchen. Spätestens morgen dann. Also wir werden morgen auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter streamen. Und wer Bock hat, sehr gerne. Wie gesagt, einziges Credo wäre, bitte nicht vorrennen und alles erledigen, während ich hier noch irgendwelche Dialoge mir anhöre. Das ist immer schlimm. Ansonsten gerne einfach dazu join. Steht ja oben auch im Titeldings drin, wer Bock hat. Ich gehe davon aus, sobald ich es installieren kann. Das ist gut. Du musst unten auf Beta wechseln, ne? Wenn du das jetzt im Battle.net-Dingsbums drin hast, musst du beim Installieren oben auf das Menüchen klicken und dann Beta auswählen, sonst darfst du es nicht installieren. Und dann geht das nämlich erst. Bin ich auch erst drauf reingefallen, falls es das vielleicht ist. Weil theoretisch, wenn der Drop für die Beta jetzt ist, und das ist ja jetzt gerade der Closed-Teil, müsste es jetzt eigentlich gehen. Ich habe die normale Version nicht von Diablo 2, ja. I see. Was ist das hier für ein kleiner dünner Gang, der hier durchführt? Ja, wird wieder rausgekotzt. So, bastel an dem Spiel in MV. Nur mappen ist immer recht schwierig. Ich habe im... Wie heißt es denn? Game Maker hieß das nicht. RPG Maker? Heißt es RPG Maker? Ich habe da auch früher mal Spiele drin gemacht. Von Lord Brause. Alter, du musstest... Lord Brause war der... Ich habe quasi wirklich... Ich saß an meinem Schreibtisch da in meinem Kellerchen. Hatte wohl gerade genug von Diablo 2. Musste mal Pause machen. Und dachte mir, oh, RPG Maker ist ja witzig. Kann man ja mal ein Game basteln. Und wusste aber dann gar nicht was. Habe auch nicht drüber nachgedacht. Und habe dann einfach mich umgeguckt in meinem Zimmerchen. Und so sind dann die Charaktere entstanden. Der Endboss war Lord Brause, weil ich gerade eine Packung Brause-Ufos auf dem Schreibtisch liegen hatte. Ich habe übrigens natürlich vergessen, die Fliegenklatsche zu organisieren, weswegen mich diese eine Kackfliege hier weiter terrorisieren wird. Es wird schön werden. Ihr könnt es also noch miterleben, das Leid weiterhin. Und so ging das dann weiter, aber ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß nur noch Lord Brause. Und an mehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Es war komplett bescheuert. Es war komplett bescheuert, aber irgendwie war es lustig. Aber war weit davon entfernt jetzt von der Qualität von dem, was du zum Beispiel jetzt im Discord gepostet hast, ne? Da bist du ja alleine, was das Mappen angeht und so, da bekommt man so Secret of Mana Vibes von der Optik her. So gut war das bei mir nicht.
Lord, ach, da ist das Buch, das ich gesucht habe. Guck mal, da. Der schimmlige Foliant. Und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde. Doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur. Das ist ein Sidequest, die wir nebenbei machen können. Bams! Hier. Geht durch... Nee, hier ist es. Findet den Turm im Schwarzmoor hinter dem Dunkelwald. Wisst ihr Bescheid? Wir gehen weiter. Ich liebe den Soundtrack, Mann. Ich liebe ihn. RPG Maker, ja. Da gibt es einige. Ja. Zack, zack, zack. Ja, jetzt hier, komm, jetzt komme ich mal vielleicht zu meiner Geschichte, wie ich Diablo... Ich bin überladen. So, damit ich zügiger runterladen, Twitch aus. Viel Spaß noch. Yo, dir viel Spaß beim Daddeln, ne? Und man sieht sich vielleicht wieder. Vielleicht später nochmal. Ansonsten hau auf jeden Fall rein und viel Vergnügen. Selber Daddeln hat immer Vorrang. Meine Meinung. Zack, Leuchter Heiltrank. Auf jeden Fall, jetzt kommt die Story. Ich versuch's jetzt mal, mich nicht ablenken zu lassen. Und zwar, wie ich Diablo 2 für mich entdeckt habe. Diablo 1 kannte ich nämlich gar nicht. Da habe ich nichts von mitbekommen. Ich war da noch gar nicht so im Blizzard-Universum unterwegs. Ich habe auch Warcraft nicht gespielt, aber ich war nie so der Stratege, ne? Muss man einfach sagen. Dafür bin ich einfach so doof, ne? Bis heute. Ist mir zu kopflastig, sag ich mal, ne? Wenn ich dadurch will ich mich relativ entspannen, dann muss das eher stumpf sein, ne? Deswegen, so Strategiedinger sind bis heute nicht so meins. Aber es geht schon. Also ich habe früher viel Age of Mythology gespielt und natürlich hier Alarmstufe Rot 2 und sowas. Das hat man auch schon gedaddelt, aber ich würde nicht behaupten, dass ich darin gut bin, ja? Und dann bin ich zu einem Kollegen, meinem besten Kumpel damals, gefahren. Und wir haben uns halt einfach nur so getroffen, ein bisschen, was haben wir denn gemacht? Geschnackt, rumgedödelt. Ich habe da halt das Wochenende verbracht, irgendwie den Samstag. Und dann war meine Mom schon auf dem Weg, mich abzuholen. War schon beim Auto unterwegs. Und er hat dann einfach Diablo 2 angemacht. Und weil ich ja gleich gehen wollte, hat er da noch ein bisschen gedacht. Dann haben wir noch zusammen Diablo 2 angeguckt. Und dann habe ich das gesehen und dachte, Alter, was ist denn das für ein geiles Game? Ich habe mir das da nur angeguckt, wie er sich da durch die Monster durchschnetzelt und du Loot sammelst und so. Das war einfach eine Offenbarung. Wie geil ist denn das? Das ist ja mega cool. Oh, da meinte ich, Junge, ich muss das haben. Ich muss das haben. Und er hatte das natürlich, wie man das damals so hatte, sich auf einer LAN-Party gezogen. Also das war dann auch nicht das Original. Und dann hat er mir das eben noch schnell mit WinRAR eingerahrt. Also aufgeteilt auf verschiedene CDs. Und mir dann eben die CDs dann noch so fertig gebrannt. Und als meine Mom dann kam, war die letzte CD noch am rotieren. Die war noch nicht fertig gebrannt. Dann musste sie warten. Ganz kurz musst du noch warten. Und dann konnte ich dann stolz meine CDs mit nach Hause nehmen. Habe sie in mein Laufwerk gepackt. Habe es ausgerahrt. Und dann ward ich nicht mehr gesehen. Für Monate. Für Monate war ich weg. Dann habe ich mein ganzes Taschengeld zusammengekratzt, damit ich mir das in echt kaufen kann, weil ich wollte es natürlich auch online spielen. Ja, und dann habe ich mir es gekauft und dann ward ich noch länger nicht gesehen. Und ja, so bin ich aber damals an Diablo 2 rangekommen. Durch einen Kumpel halt. Grüße gehen raus an dieser Stelle an den guten Hauke. Tja, und dann haben wir es auf LAN-Party gedaddelt und ach je. Also Diablo 2, ich habe so viel Zeit mit Diablo 2 verbracht. Es ist eigentlich schon kriminell. Das, was für andere WoW war, war, glaube ich, für mich Diablo 2. Es sieht halt einfach geil aus. Ist ja verrückt. Ohne Spaß. Scharfe Pein. Oh, da hat er wahrscheinlich Chili gegessen. Kriegst du danach auch scharfe Pein am Anus? Ich bin überladen. Schon wieder?
Alter Bruder, was ist denn los? Ah, guck mal, das können wir noch mitnehmen. Das können wir noch mitnehmen. Ah, das war schon identifiziert. Ja, schade. Ah, das heißt, wir können noch einen Mana-Trank mitnehmen. Dann geht das schon. So. Ich mach mal eben wieder so ein Foliant auf und geh das mal ganz fix zurück zum Verkaufen. Jetzt mal an die Diablo-Nerds unter euch. Wie ist denn eure Meinung bis jetzt zu Diablo 4? Habt ihr Hoffnung? Glaubt ihr, das wird was? Oder schön, eher euch den hier? Sehen. Du, ich freue mich auch, dich zu sehen. Lass mal eben reparieren. Kannst du den Kram erstmal haben? Also, was ich gesehen habe, ich warte erstmal auf eure Meinung, bevor ich loslaber. Das kann weg. Der Scepter kann weg. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Weg, 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 weg. Dings, dings, dings. Ich geh nochmal bei Geht gucken, was der noch so am Start hat. Der gute Geht. Seid gegrüßt. Ich grüße dich auch, Geht. 41, Junge, und 15 verletzte Verteidigung. Plus extra Gold. Ja. Aber 41 sind 41, Alter. Master Urban Merc. Jedenfalls bestelle ich mir nichts vor. Da bin ich ja ganz bei dir. Das würde ich auch nicht empfehlen. Das war halt dumm. Aber hat immerhin den Vorteil, ich darf das jetzt spielen. Also ich sag mal so, wenn es rausgekommen wäre, vorher schon, dass man für vorherigen Beta-Access vorbestellen muss, hätte ich es, glaube ich, gemacht. Dafür bin ich zu sehr Diablo 200. Und nachdem halt klar war, dass das Remaster nicht scheiße wird, da hatte ich dann kein Problem mehr damit, sag ich mal. Aber insgesamt, vor allen Dingen so AAA-Sachen, ist es halt dumm vorzubestellen. Das letzte Beispiel war Biomutant, wo ich wirklich, ich habe es ja nicht vorbestellt, ich habe es irgendwie 12 Stunden vor Release mir dann doch bei Steam gekauft oder über einen Keystore habe ich es halt gekriegt für billig. Hat mir so ein Angebot da reingeballert. Hier, war schon lange nicht mehr bei uns. Komm hier, Biomutant für 20 Euro. Da dachte ich, naja, 20 Euro, da machst du ja nichts falsch. Tja, ah, oh doch. Im Falle von Biomutant tun auch 20 Euro weh. Und das waren vor allem nur, ich hab dann in dem Kack-Keystore mir den Key gekauft für Biomutant, weil ich dachte, so kacke wird's schon nicht irgendwie. Und dann kommt quasi die Bestätigungsmail mit meinem Key und gleichzeitig kommt da so eine YouTube-Mail. Ja, Skilla. Biomutant, don't buy this game, it's shit. Und ich, oh, scheiße, Bruder. Naja. Ich habe das dann, als ich krank war, gedaddelt. Dafür war es dann doch gut genug, weil da brauchst du halt echt kein Hirn. Also Biomutant ist richtig, richtig, richtig kacke. Ich fand's auf jeden Fall kacke. Hat das von euch irgendjemand gespielt, Biomutant? Haut mal rein. Und wenn ja, wie habt ihr es gefunden? Oder habt ihr es durchgespielt? Habt ihr aufgehört? Ich habe so, ich würde sagen, die Hälfte. Weiter bin ich noch nicht. Ich war aber auch schon jetzt nicht wieder krank. Wenn ich mal wieder krank werde und auf der Couch gammeln muss, dann wird Steam Link wieder angeschmissen. Oder vielleicht bis dahin das Steam Deck. Dann geht's los. Aber ich fand's richtig schlimm. Es hatte so viel Potenzial, allein durch das Setting und die Welt. Und davon wurde halt nichts genutzt. Es ist einfach nur viel gewollt und leider viel schlecht gemacht. Im Ho. Holzen. Was haben wir denn hier noch so am Start? Ragaichu! Bevor wir uns zu sehr dran satt gesehen haben, einmal nochmal wieder kurz den Wechsel aufs Original, nur damit ihr nochmal wieder wisst, ne? So sieht's Original aus. Nur nochmal, damit man das nicht vergisst, ja? Man verdrängt das ja doch so schnell. Whoop. Da sind wir auch wieder. Alter, ich glaube, zurück kann ich nicht mehr. Ich glaube, es geht nicht mehr. Auch hier das ganze Wasser und so, ne? Achtung. Whoop. Ja, ne? So, oder? Crazy. Crazy. Biomutant, ey.
Draufhauen, bis ihr alle tot seid. Also das automatische Gold aufsammeln ist ja mal wirklich geil. Das ist wirklich nice. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sich, wenn man jetzt Multiplayer spielt, immer noch gegenseitig die Items wegsnitcht. Ich glaube, das würde sogar irgendwie fast fehlen, wenn das weg wäre. Das war so eine soziale Komponente halt, ne? Hier, Achtung, einmal zeigen, wie die jetzt im Original aussehen hier. So, sehen die im Original aus. Früher war halt mehr Fantasie. Du, ich fand das damals nicht schlecht. Ich fand, das sah richtig gut aus. Und es hat halt Bock gemacht. Ich spiel's ja auch heute noch. Also, Grafik ist ja nicht alles. Aber das hier ist schon einfach deutlich angenehmer. Auf so modernen Bildschirmen und so ist das halt einfach wirklich deutlich angenehmer. Aber ja, früher war deutlich mehr Fantasie. Vor allem bei den Text-Adventures und so, ne? Oder wenn wir uns halt Gothic angucken. Gothic 1, Gothic 2, wie das aussieht, wie die Leute aussehen, wie die laufen. Aber es ist egal, es ist einfach geil. Einfach nur geil. Das ist nur Gaudi momentan mit. Na komm. Irgendwie hängt der da ein bisschen fest. Oder ich hab Lag, das kann auch sein. Was ich jetzt halt auch an dem neuen Diablo 2 so sexy finde, ist, dass du Cross-Plattform-Safe hast. Das heißt, wenn ich irgendwie auf meiner Switch daddel und ich gehe dann am PC, kann ich den Spielstand von der Switch einfach am PC weiterspielen und umgekehrt. Das ist halt cool. Überhaupt, dass man es jetzt auch mal unterwegs auf der Konsole spielen kann. Träume werden wahr. Träume werden wahr. Ein Amulett! Lass das schön auf dem Steam Deck und dann abends ins Bett. Abends noch eine halbe Stunde Diablo rumkloppen. Ist doch mega. Die! Oh! So, warte, ich mach erstmal wieder alle, die wiederbeleben, kaputt. Ihr kennt es. Hui! Macht irgendwie noch keinen Schaden, glaube ich, der Sprung. Ne? Der springt mich momentan nur, bringt mich nur schnell irgendwo hin oder aus der Gefahr heraus. Aber Damage macht er noch nicht. Das kommt, glaube ich, erst mit der nächsten Stufe. So. Ich bin überladen. Ist es schon wieder soweit? Was haben wir denn da? Leichte Rüstung. Ja, dann schmeiß doch den Kram weg und den und den und nimm mal die leichte Rüstung mit. Ist das mehr wert? I don't know. Bolzen sind, glaube ich, gar nicht so wenig wert. So. Guck mal, schon geht das wieder. Warte mal. Gehen wir mal da lang. Ein bisschen Geld am Start. Okay, dann ist hier Ende Gelände. Und dann geht's da weiter. Raganichu! Ich bin überladen. Nicht mal mehr Wurfmesser passen rein? Ist ja verrückt. Oh, ich glaube, da leckert wieder ein bisschen was. Fliege, verpiss dich, komm. Nächste Pause, meine Liebe. Da hole ich den Schläger. Hoffentlich. Wahrscheinlich werde ich ihn wieder vergessen, aber du. Man muss hoffen. Hoffen hilft. Hoffen hilft. So. Schlechter Eisenhut. Ausgang hatte ich, glaube ich, schon gefunden, ne? Das war der da oben, aber du, man will ja nicht gleich rausrennen, ne? Man will ja erstmal noch nach Schätzen suchen. Loot! Wunderbaren Loot!
Da kann sich so eine... Kannst du jetzt mal abhauen, Fliege, bitte? Nein, sie will hier bleiben. Sie haut nicht ab. Kleiner Zauber. Ich bin überladen. Okay. Ey, beiß mich nicht. Jetzt geht's aber, zu weit. Das ist sehr unhöflich. Wenn du den Schläger nächste Pause wieder vergisst, musst du den der Fliege einen Namen geben und sie als Haustier akzeptieren. Sie hat mich gerade gebissen. Dann nenne ich sie Beißi. Ja, ist wahrscheinlich so, aber ich werde sie nicht erkennen können. Welches genau. Wobei hier ist jetzt gerade nur eine drinne in diesem Räumchen, aber hier sind viele Fliegen im Haus. Mit einer Kuhweide nebenan hast du keine Chance. Ich bin überladen. Selbst mit Fliegengittern kommen die durch. Keine Ahnung. Gut, manchmal hast du ja eine Tür auf oder so, aber es sind zu viele. Da hilft nur großflächig der Angriff. Ich bin überladen. Dann würde ich sagen, zwei. Eins, zwei. Vitalität. Gönnung. Wann darf ich das machen mit Stufe? Benötigt Stufe 8, den alles dann noch ewiglich hin. Ein mächtiger Schlag, der den verursachten Schaden erhöht und Gegner zurückstößt. Doppelschwung. Greift bei zwei ausgerüsteten Waffen, wenn möglich zwei Ziele einmal oder benötigt Stufe 6. Geht das nicht? Bin ich nicht schon Stufe 6? Die Stufe 8? Verstehe ich nicht. Ach so, das geht hier rüber. Muss erstmal den Hieb lernen. Könnte man mal machen, ne? Bis es so weit ist, dass wir da unten sind, das ist ja noch endlos hin. Komm, wir gönnen uns mal. Okay. Ups. So. Weiter geht's. Die Große habe ich bei sie getauft. Ich bin überladen. Oh ja, warte, ich bin überladen. Lass uns das erstmal klären hier. Lass uns das erstmal aus dem Weg räumen, die Problematik, und dann geht's weiter. Alter, wir sind aber echt ganz schön überladen. So. Ich bin Akara. Ja. Pass mal auf, Akara. Ich habe hier ein bisschen Zeug. Das muss weg. Wie sieht's hier unten aus? Okay, kann alles weg. Weg. Dann habe ich hier ein Amulett. Amulett der Stärke. Eins zu Stärke. Weg. Mit Fliegen habe ich jetzt nicht so das Problem, aber Motten und Mücken fühlen sich magisch von meinem weißen Badezimmer angezogen. Besonders wenn man abends mal für 10 Minuten vergisst, das LED-Licht auszumachen. Ja, LED-Licht sind des Mottes Freund. Ja, Motten geht bei uns. Wir haben halt primär Fliegen und dann halt aber auch diese dicken, also nicht diese normalen Stubenkackfliegen, sondern diese fetten, die dich auch beißen. Diese räudigen Ekelkeitsfliegen. Die haben wir hier am Start. Von der Kuhweide halt. Aber es ist deutlich besser geworden als früher, aber es ist halt noch spürbar. Aber ich sag mal so, wenn du aufs Land ziehst, ne? Dann darfst du dich da auch nicht beschweren. Damit muss man rechnen. Also, wegen, mein Gott. Es gibt Schlimmeres als Fliegen im Haus. Benötige Stufe 14, 8 zu leben. Ja, du. Weg damit. Meinst du Bremsen? Ja, sind Bremsen. Die dir halt einfach... Wobei, Bremsen sind auch wieder anders. Also sind diese ekligen Schmeißteile, diese großen, glänzenden, widerlichen, dicken. Und dann haben wir dann so mittelgroße, die dir einfach eine reinbeißen. Die dich richtig beißen. So richtige Arschloch-Dinger. 5 Stück haben wir noch, das reicht. Dann gehen wir mal weiter durch die Höhle durch. So, wir nähern uns hier der Vollendung. Schlüssel. Ein Schlüssel. Moin, Alter, wie viele Leute da unterwegs sind. Mich würde ja mal interessieren, wie viele jetzt gerade diese Bäder spielen, ne? So einfach mal Spielerzahlen. Zum unterirdischen Durchgang, Ebene 2. Okay, wo geht's da hinten hin? Da war ja eine Tür. War das die Eingangstür oder war das die Ausgang? Das war der Eingang, ne? Wir hatten noch keinen Ausgang gefunden. Ich muss jetzt einmal kurz checken gehen, weil ich bin etwas verwirrt. Servus, wusste gar nicht, dass es eine Bäder dazu gibt. Ja, momentan ist sie noch für Vorbesteller only. Aber ich glaube, ab 19. kann jeder spielen. Genau weiß ich es nicht. Ich müsste nochmal nachgucken. Aber ich glaube, ab 19. darf dann jeder. Das ist die Multiplayer-Beta. Damit testen die gerade ihre Server, ob die Dinger stabil sind. Und bis jetzt muss ich sagen, gestern ging gar nichts. Da kamst du nicht mal rein. Also, ich bin einmal irgendwie reingekommen und sofort rausgeflogen.
Und dann hatten wir bis jetzt nur einmal, dass die Welt sich irgendwann nicht mehr vor uns aufgebaut hat und dann sind wir rausgeflogen. Ich glaube, das ist der Eingang gewesen. Das heißt, war alles cool. Klingt sehr komisch, diese Gattung von Fliege. Bist du sicher, dass keine Atomkraftwerke in der Nähe dieser Kuhweide ist? Nee, nee. Atomkraft, nein, danke. Haben wir hier nicht. Hier ist alles, sehr natürlich. Das sind einfach nur, die sind an Kuhblut genährt. Dann mutieren die und werden so. Oh, jetzt ist der Barbar ganz wieder komplett durch. Kann nicht mehr rennen. Komm schon, Barbar, du schaffst das. Wir müssen nur noch zur Tür und dann geht es schon. Dann geht es schon. Oh, hier einmal lang, da einmal lang. So. Aber ich muss sagen, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Meine kühnsten Träume werden hier wahr, ne? Endlich habe ich mal Diablo 2 in hübsch. Oh Gott. Oh, warte, ich glaube hier... Ja, mal gucken. Baba, der Baba. So ist er. Das ist nicht die spannendste Klasse, aber es ist halt der Baba. Es wäre untrue gewesen, wenn ich ihn nicht genommen hätte. Wobei Druide hätte ich auch Bock drauf gehabt. Muss ich echt gestehen. Upsala. Da wäre ich beinahe raus. Alt getappt, weil ich dumm bin. Hallo. Ich wollte den Heat mal benutzen. Jetzt habe ich mich vergiften lassen. Toll. Fleischflammer. Wer kennt's nicht? So, ein Bogen. Ein Jäger? Ein Jäger? Mein Krieger haut deinem Jäger aufs Maul. Grüße gehen raus an Christian. Aufs Maul! Das war doch der richtige Ausgang. Ich glaube, das ist hier so eine Sackgasse. Na, wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist so lange her. Ich wollte tatsächlich dieses Jahr mal wieder daddeln. Diablo 2 hatte ich so auf dem Plan, aber dann kam ja die Ankündigung. Dann kam schon letztes Jahr. Auf jeden Fall kam dann die Ankündigung und dann habe ich den Plan fallen gelassen. Ich dachte, nee, wenn die das jetzt remastern, maken, dingsen, dann wartest du lieber. Bevor du dir nochmal wieder das alte antust. Ich kann nicht noch mehr tragen. Schon wieder voll. Unfassbar, ey. Ich bin überladen. Schnelle Runde. Das geht ja zum Glück immer schnell, ne? Eben kurz hin. Akara alles ins Gesicht geschmissen und dann geht's auch schon wieder weiter. Und die heilt einer noch gleich immer. Das ist eigentlich ganz nett. Zack, so. Level 4. Kann weg. Was haben wir hier? 9. No, kann weg. Du? Dann haben wir hier einen Ring. Da bin ich ja mal gespannt. 2. Ja, kann weg. 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 Laufuchs, nicht so aggressiv. Du bist ein Fuchs, kein Chihuahua. Bin doch nicht aggressiv. Wo bin ich denn aggressiv? Hier höre ich auch eine Kuh. Guck mal, da ist sie. Die Kuh. Chihuahua. Der Chihuahua sind schon echt. Die sind echt aggressiv. Und auch nicht so flauschig. 34 zu Angriffswert. Ja, Gönnung. Her damit. Mal gucken wir uns mal den Bogen an. Vielleicht ist der was für unsere Bogendame. Lebt die überhaupt noch? Ich habe da gar nicht so aufgepasst. 2 bis 7. 28 Geschick. Oh. Oh, das ist ja gleich, oder was? 23 erhöhten Schaden. Aber dafür 17 zu Angriffswert. Der hat... Na komm, Gönnung. Danke. Danke. Ich finde sie einfach geil. Danke. Bitte. So, ich gehe kurz reparieren. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir auch kurz reparieren. Guten Abend. Guten Abend. Bitte mal reparieren. Wie sieht es bei dir waffenmäßig aus? Irgendwas. Oh, was ist das denn Schönes? 3 bis 8. Wird langsam besser. Hier, 4 bis 10 und 35 erhöhten Schaden. 2 bis 6 Blitzschaden. 2 bis 6 Schaden. Ja. Das ist schon ein Unterschied. 4 bis 10 und dann 35 erhöhten Schaden. Auch, aber Schock ist halt geil, ne? Schock ist halt wirklich geil. 2 bis 7. Abgesaugtes Leben pro Treffer. Nice. Aber ich würde sagen, wir nehmen die 4 bis 10. Komm, die gönnen wir uns. Und ersetzen damit das da.
ich noch einen Säbel am Start? Das andere würde ich lassen. Und tschüss. Wir können mal bei Geht gucken, was der noch so hat. Der gute Geht. Auf zum Geschäft. Auf zum Geschäft. Hast du vielleicht für mich? Guck mal hier, der hat 3. Verbesserte Verteidigung. Alter Fliege, hau ab, Mann. Ernsthaft jetzt? Was hab ich dir getan? Ich will doch nur in Ruhe daddeln. Daddeln will ich. Mal sehen, was er beim Glücksspiel hat. Kriege ich jetzt endlich mal meinen Doppeldecker? Nee, noch nicht. Alter, ich muss gleich dringend diesen Schläger holen. Geht gleich los. Und es geht weiter. Gut, bei dieser Fliege, das muss jetzt aber echt eine Ausnahme machen. Wenn es darum geht mit der Aggressivität, das macht einen wahnsinnig hier gerade. Wie sie sich die ganze Zeit auf meinen Arm setzt und meint, ich kack dir da gleich Eier hin oder so. Verpiss dich doch mal. Was ist denn dein fuckiges Problem? Bin ich so lecker oder was? Verrückt. Fuchsblut. Einzig wahre. Ey, ja, guck mal, geht durch wie durch Butter. Wie durch Butter, Leute. Unfassbar. Aber wir sehen, das ist eine Sackgasse hier. Ich sag euch das. Das ist eine Sackgasse. Jetzt, warte. Komm schon, setz dich wieder hin. So, okay. Konzentration, Fuchs, Konzentration. Lass dich nicht von der Fliege ablenken. Gut, jetzt können wir dann doch durch die Tür latschen. Das war nämlich doch die richtige. Und dann geht es schon. Ja, geil. Aber richtig nice. Richtig nice. Wenn es dann offiziell rauskommt, machen wir auf jeden Fall einen Durchdattel-Stream. Und wie gesagt, dann holen wir uns ein paar Leute zusammen, wer dann Bock hat. Und dann zocken wir das gemeinsam. Ich glaube, der Falke ist auf jeden Fall mit am Start. Mein kleiner Bruder ist auf jeden Fall mit am Start. Da sind wir schon zu dritt. Und ich glaube, zu viert oder zu fünf geht, ne? Weiß gar nicht, wie viele Leute können. Da werden noch 2 Slots offen. Und dann wird das einmal schön durchgedattelt. Machen wir dann auch als Stream, würde ich sagen. Das ist am lustigsten. Sahen im Original die Schwerter auch so unterschiedlich aus? Warte. Ne. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Das ist hier ja deutlich unterschiedlicher. Ne? Der eine ist viel länger und dünner, wie halt auch es wirklich ist. Auf den Bildern. Aber ich glaube, auf den Bildern schon. Ne? Wenn wir uns die Bilder ansehen, da ja. Auf den Bildern ja. Aber im Game nicht. Krass. Ist immer wieder beeindruckend, wie krass gut das aussieht. So, ich glaube, da unten haben wir was noch nicht entdeckt, wie ich gerade sehe. Das geht natürlich so nicht. Wir können hier nicht die Höhle verlassen und noch etwas Unentdecktes haben. Das ist nicht mein Style. Das ist nicht Blaufuchs-Style, muss ich sagen, wie es ist. Das geht nicht. Da müssen wir dann doch nochmal eben gucken, auch wenn es nur im Kreis geht. Und da nichts mehr ist, ist auch Wayne. Ja, wie ich mir schon dachte, es geht im Kreis. Oh, doch, Gegner! Gegner! Jawoll, renn mal nicht weg, du! Komm her, du! Wie durch Butter. Ich bin überladen. Was? Schon wieder? Oh, bitte, Bruder, komm, lass uns mal eben daran arbeiten. Nee, kann ich nichts daran arbeiten. Ich bin überladen. Alter. Komm, mach. Ich brauche ein größeres Inventar. Doppelt so groß. Oder man sammelt halt nicht jeden Scheiß auf, aber das ist irgendwie nicht mein Style. Guten Abend. Guten Abend. Dim, dim, dim. Eins, zwei und drei. So, wir sind immer noch mit dem Plus rausgegangen, insofern alles nice. Gut. Warte, was konnte ich jetzt hier nicht aufsammeln? Eine Armbrust.
Ist doch richtig Rambazamba. Guckt euch das an. Da ist noch eine Party am Start. Machst du Party? Machst du Party? Hier, Pestspruch ist noch hier. Platzt mal eben ganz glücklich. Mit dem Krummsäbel. Oh, vielleicht ist der richtig geil. So. Nun aber, das ist jetzt Feld der Steine, da wollen wir nicht hin. Alter, Feld der Steine, das klingt mir zu sehr nach Feld der Steine, Alter. Willkommen in meinem wunderbaren, dämonenverseuchten Lädchen an einem fantastischen Tag. Da war sie wieder, die Fliege. Habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie gesehen, wie sie um mein Gesicht herumkreist und meint sie... Sie wär's? Man kann mit 8 Leuten in einer Gruppe spielen und Tach war gerade noch in einer... In einer Höhle am Rumwüten. Ehrenhaben, Belzebub. 8 Leute, ja geil. Wenn du Bock hast, hier oben steht's, ne? Einfach reinjoinen. Es ist jeder herzlich eingeladen. Nur nicht voranrennen und die Story durcheiern. Dann werde ich ungehalten, ne? Ungehalten. Aber sonst? 8 Leute, ja, dann müssen wir aber noch ein paar Leute sammeln. Aber wenn wir dann alle in Voice reingehen, das wäre, glaube ich, ein bisschen krass. Das müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen. Dunkelwald! So. Aber das werden wir dann entsprechend auf Discord planen, wenn es dann losgeht. Ist ja noch Darm, da war wieder Darm. Die Gegnernamen sind einfach Bombe, Alter. Es ist einfach so geil. Arm, der Zerstörer. So, weiter geht's. Fliege, ohne Spaß. Wenn dir dein Leben lieb ist, ne? Noch hast du die Wahl. Noch kannst du fliehen. Die nächste Pause rückt näher und dann hole ich den Schläger. Wirklich. Dann hole ich ihn. Wie schön es halt aussieht. Mein Gehirn kann es gar nicht verarbeiten. Hier nochmal wieder zum Vergleich. So sieht es im Original aus. Und so sieht es jetzt aus. Das ist einfach nur kaputt. Fliege. Nee. Sie merkt, wenn ich meinen Arm hebe, um sie zu schlagen und verpiss dich. Krummsäbel. Ich kann nicht noch. Bin mit dem Char schon durch. Könnte dir, wenn, einfach nur etwas helfen. Na, du kannst jederzeit gerne. Immer gerne. Aber durch ist ein bisschen krass. Dann bist du, glaube ich, ein bisschen arg overpowered. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel runterregelt, wenn du jetzt in meine Party hier reinjoinen würdest. Oder bleibst du dann das Mega-Level und tötest quasi alles. Schon durch, ja. Ich kam noch nicht so dazu. Ich muss heute Morgen erstmal Gothic spielen. War aber auch schön. Gothic 2 hat heute Morgen auch wieder eine Menge Spaß. Natürlich kam aber mal Notdienst rein, ist logisch. Hat heute Notdienst. Und natürlich, während ich so am Gothic 2 dann bin, kommt da der Notdienst reingeeiert. Aber das Witzige ist, war ein Kollege sozusagen, den ich eh kenne. Habe ich auch nur gesagt, du hast mich gerade aus Gothic 2 rausgerissen. Da hat er sich auch ein bisschen geschehen. Das geht natürlich nicht. Wie Spaß noch in der Kolonie. So, leichter Heiltrank. Ein Ring. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, richtig, richtig voll, oder? Ja. Yeah. Das bleibt so. Haben das gestern Abend schon mit 3 Leuten durchgezogen. Also das Level bleibt so hoch. Uiuiui. Ja, Ehre. Ehre. Wie seid ihr denn gestern reingekommen? Also ich hab's einmal geschafft in Game. Ich habe aber auch erst um, ich glaube 23 Uhr es mal versucht. Vorher kam ich nicht dazu. Da hatten die so ein bisschen Login-Probleme. Und dann war ich einmal drin und bin sofort wieder rausgeflogen. Und dann dachte ich mir, weißt du, geh mal pennen, dann kannst du es morgen streamen, wie du es angekündigt hast. Und dann ist es für dich auch komplett neu. Und alle dürfen deinen amerikanischen Server liefen. Ah, okay. Clever. Clever. Hier, ist das nicht so eine geile Barbarenkappe? Ja, also, Verteidigung 7. Nur Barbar. Ja gut, was soll das jetzt hier? Sieht ja voll scheiße aus. Akara. Ja. So, pass mal auf. Ich, ja, 2 bis 6 lohnt eh nicht, aber ich werde es trotzdem identifizieren, weil Kohle muss rein. Was haben wir denn hier? 3 zu Mana, da muss ich doch lachen. Der kann weg.
2 bis 8, 2 zu Max Schaden, 2 zu Angriffswert. Mein Kälteschaden. Gut ist, dass man dann gleich in Char spielen kann, egal welche Server man wählt. Ja, und auch egal welche Konsole und so du wählst. Das ist halt wirklich cool, dass du jetzt halt auch dann nachher auf der Playse daddeln kannst, theoretisch, und auf der Switch. Das ist schon nice. Ah, ich werde so suchten. Ich werde wieder so suchten. Was für ein Charakter hast du denn gespielt, Ben? Baba, was ich hier mache, ist ja absolut das Stumpfste, was so geht. Also auch kann man, ich mache jetzt hier, ich versuche so einen Wirbelwind-Baba hinzukriegen, aber so weit kommst du ja eh noch nicht voran, dass das irgendwie effektiv funktioniert. Druide ist halt geil. Druide ist halt geil. Und dann hast du nachher schön eine Tierarmee am Start. Alleine die ganzen Raben. Ich bin ja so ein Raben-Fan und ab geht's. Oder halt komplett auf Wolf gehen. Schockt auch. Ist ein bisschen stumpf vom Gameplay, weil du dann einfach nur noch als Wolf rumeierst und alles zerknallst. Aber es macht halt Bock. Ist halt so. Bockt halt trotzdem. Stumpf ist da manchmal halt einfach auch Trumpf. Oh, es leckt hier durch die Gegend. Bitte stürze nicht ab. Danke. Ragaditu! Man kann auch den zweiten Akt noch komplett durchspielen, ne? Bis zum zweiten, glaube ich, oder? Ganz durch. Aber der dritte, da ist dann quasi Ende Gelände. Ich das richtig verstanden habe. So. Ich war damals schon eher der Edeldruide, aber das kann man jetzt auch noch nicht wirklich spielen. Nee, das meiste geht ja noch nicht, weil wir noch nicht weit genug kommen im Game. Aber ist ja auch nur eine Beta. Es reicht vor allen Dingen aber, um die Wartezeit ein bisschen zu überbrücken. Jetzt einmal ein bisschen anfuttern. Mich nochmal ein bisschen hypen hier. Und da kann ich mich umso mehr dann auf den Release freuen. Bis Ende Akt 2 geht. Nice. Das heißt, man kann die scheiß Wüste durchspielen. Aber ist ja eigentlich egal. Also den ersten Akt, an den habe ich nur muckelige Erinnerungen, weil der erste Akt ist halt irgendwie super. Das ist so, da kommt für mich das meiste Diablo 2 Feeling auf, weil man halt am meisten auch irgendwie daddelt. Weil damit fängst du ja immer an. Deswegen, da bist du ja immer. Und danach kommt eigentlich immer jeder Akt und man denkt dann, ah cool, zweiter Akt, dann aber ah, die Kackwüste mit den scheiß Elektroviechern. Und dann bist du mit dem zweiten Akt durch, dann kommt dieser Dschungel, ah, der Kackdschungel mit den scheiß Giftviechern. Und so geht das immer die ganze Zeit weiter. Jeder Akt ist irgendwie kacke, obwohl es sind alle schön. Ich sollte vielleicht mal jetzt mein Skill auch mal ausrüsten, weißt du? Wäre vielleicht mal irgendwie clever. Baumkopf. Bester Gegner im Game, Alter. Grüße gehen raus an den Baumkopf. Moin. Ich wollte doch mal hier meine Faust ausprobieren. Genau so ist das. Das ist doch wirklich so, ne? Oh, kacke, der zweite Akt mit den scheiß Giftviechern. Elektroviechern. Oh nein, der dritte Akt, scheiß Dschungel. Aber Spaß machen sie alle. Zack. Level up, so. 1, 2. 1, 2, 3. Ich glaube, das reicht erstmal an Geschicklichkeit. Ah, jetzt können wir den Doppelschwung machen. Greif bei 2 ausgerüsteten Waffen, dann möglichst 2 Ziele einmal und zweimal an. Ja, mach mal. Ich fummel hier nur einfach rum. Ich habe so überhaupt gar keinen Plan. Einfach mal randomisen. Da ist doch schon der Baum. Da war er schon. Ich bin stumpf an dem vorbeigelatscht. Ah, cool. Hier ist jetzt der Inifus-Baum, wo wir diese Schriftrolle her organisieren sollen. Auf geht's. Ein einmaliger Baum. Ein einmaliger Baum. Hast du dich denn, Ben, hast du dich auch so eingeschissen, dass sie die Original-Synchro behalten haben? Ich bin überladen. Oder habt ihr gestern dann auf Englisch gespielt? Kappe. Mit der Kappe. So, kann ich mir die ansehen da? Die brauchen wir gleich beim Feld der Steine und können dann nämlich da in der richtigen Reihenfolge weiter. Bringt Akara die Inifus-Schriftrolle. Machen wir gleich. Sie wird sie dann für uns entziffern, aber bevor sie das tut, gehen wir hier mal weiter. Oh, Fliege, gleich ist er soweit. 15 Minuten noch, dann ist Pause und dann hole ich das Ding. Und dann werde ich dich grillen. Grillen. Das erste, was ich gestern Abend im Discord gesagt habe, Mist, die blöden Blitzkäfer kommen jetzt, als wir in den zweiten Akt gekommen sind. Ja. Ey, es sind jetzt 2 Fliegen. Es sind jetzt 2. Habt ihr euch vermehrt? Diese scheiß Blitzkäfer, ja, das juckt echt heftig.
Ich habe gestern mal auf Englisch gespielt, hab's eben erst umgestellt. Das war alles etwas hektisch mit den beiden Jungs. Die waren heiß wie Frittenfett. Kann ich verstehen, Alter. Kann ich verstehen. Mir ging's ähnlich. Also, ich konnte aber durchhalten. Wie gesagt, gestern Abend ging ja nichts mehr. Und ich hab's ausgehalten. So, hier, weg mit dir. Kommt noch jemand mit, der Feuerdinger wirft? Nein? Cool, dann wird jetzt einfach geschnetzelt. Da habe ich doch was fallen hören. Wie ist das denn hier? Ist ja gut, dass ich gerade jemanden am Start habe, der das schon durch hat. Ben, wie ist das mit den Items? Ist jetzt für jeden eigene Items oder teilt man sich die wie früher, dass ich quasi den anderen die Items wegsnacken kann? Ich bin überladen. Ich bin überladen. Geht noch ein Heiltrank rein? Ich bin überladen. Nein, wir sind so voll, da geht nicht mehr ein Heiltrank. Ist okay. Wie früher, der Schnellere gewinnt. Nice. Ganz ehrlich, das ist zwar nice, wenn jeder sein eigenes Loot hat, weil es keinen Streit gibt, aber das gehört meiner Meinung nach zu Diablo 2 dazu. Dass man sich um die Items prügelt. Und sobald du dieses Geräusch hörst, dass ein Ring gefallen ist oder so ein Edelstein, dann geht das Gesnacke los. Wer ist der Schnellste? Wer hat den schnellsten Klickfinger? Ist einfach geil. Ist einfach geil. So. Ganz genau so soll das auch bleiben. Ja. Ist okay, wenn man zum Beispiel beim Erstellen des Servers die Wahl hat. Ne? So wie das jetzt zum Beispiel bei Borderlands 3 ist. Da kann ich ja vorher einfach das einstellen. Hätte ich auch kein Problem mit. Dann kann das ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde dieses... Das gehört einfach dazu. Dieses wie wild nach den Items klicken. Und danach tauscht man sich dann aus. Ne? Ich habe hier was. Könnte für dich interessant sein. Aber dann kannst du mir ja das und das geben. Na gut. So, ich verkaufe mal eben. Ah, ausgezeichnet. Ich habe die Runen dieser Schriftrolle entziffert. Ihr müsst die Monolithe finden und in der Reihenfolge berühren, die ich aufgeschrieben habe. Das ist nett von dir. So, handeln. Das Ding kann weg, das Ding kann weg. Ja, lass mal eben identifizieren. Deckard Cain ist ja bald da. Ledierter Schädel. Waffe 2, abgesaugtes Leben pro Treffer, ein abgesaugtes Mana pro Treffer, ist nice, das brauchen wir später. Heben wir mal auf. Wow, 2 bis 8, 2 zu Schaden, 18 zu Angriffswert, Giftschaden. Wow. Wow. Ja komm, Gönnung. Aber der repariert eine Haltbarkeit alle 33 Sekunden, der ist so komisch. Ja, läuft doch, komm, Gönnung. Weg damit. 3 bis 6, das kann weg. Mach dir auf jeden Fall das Runenwort Verstohlenheit in eine Rüstung. Runenwort Verstohlenheit. Werde ich mir merken. Bums, bums, bums. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Weg, 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 weg. Schlüssel brauchen wir auch nicht so viele. Dann. Questlog. Geht zu den Monolithen im Feld der Steine, berührt die Steine in der Reihenfolge, wie sie in der Schriftrolle, bla bla bla, ja, ja. Machen wir dann. Eins nach dem anderen, fliege, ohne Spaß. Was ist dein Problem? Den packen wir auch mal da rein. Die Wut steigt. Der Drang zum Morden steigt wieder. Zum Glück spiele ich Diablo. Hau ab. Ring. Ich hab erstmal gelootet, was das Zeug hat. Da können wir gleich wieder verkaufen gehen. Nice. Alter, ich spüre sie auf meinem Kopf. Ich kann sie spüren. Immer schön. Alter, auf mich zu beißen. Tal Eid ist das. Alles klar. Kann sich das einer bitte aufschreiben? Tal Eid. Warte, ich mach mal einen Screenshot. Moment. Dann merke ich mir das. Ich habe gerade nichts zum Schreiben am Stissel, aber so ganz klassisch einfach einen Screenshot gemacht und dann geht es schon. Fliege. Ohne Spaß. Gleich ist vorbei hier. Schwache Heilung. Schwache Heilung. Oh, 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 oh. Lia Lebkuchen, Grüße gehen raus und willkommen hier im Fuchsbau. Danke fürs Hineinjoinen.
Ich weiß immer noch nicht, warum der Ton immer... Der Ben ist auch am Start. Ben, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Mein Ton kommt immer doppelt. I don't know why, aber Gönnung. Bin Profi-Twitcher, muss man wissen. So, hier. Auf geht's. Alter, Giftschaden. Wie nice. Wie schön grün die dann aufleuchten. Da kommt doch Freude auf. Doppelt hält besser, würde ich auch sagen. Alter, die beißen. Die scheiß Biester beißen. Verpiss dich. Alter, wie lange noch? Noch 9 Minuten, Leute. Dann ist 5 Minuten Pause. Dann hole ich diese Fliegenklatsche. Ohne Spaß. Ich werde hier aufgefressen. Ich werde einfach aufgefressen. Legit. Ich kann hier nicht daddeln. Hau ab. Diese Viecher. Wird Zeit, dass der Winter naht. So, wir sind auch wieder da. Musst du eben kochen. Oh, Schwabi, WB. Was gab's denn gut? Oder was gibt's denn Gutes? Wird dann jetzt schnabuliert? Ich denke, es wird jetzt schnabuliert, oder? Was gibt es denn Gutes? Ihr wisst ja, ich genieße immer durch euch alle mit. Und ich sammle gerne Anregungen, vor allen Dingen. Bei mir gab's heute, ich will's gar nicht sagen, böserweise gab's Burger. Ich hab noch von yourbeef.de so edles Zeug übergehabt und muss auch mal langsam weg. Das kann auch nicht ewig im Froster bleiben, ne? Also gab's dann Bacon Burger mit so einem, mit richtig geilem Bacon halt von denen. Das merkst du halt schon den Unterschied, wenn du die halt beim Edeka oder so oder den, selbst wenn du dir den Bio-Bacon damit rausnimmst. Kein Vergleich zu so richtig guten, edlen Bacon. Das sind keine Fliegen, sondern Bobarant-Moskitos. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wir sind hier in Kapitel 3 unterwegs. So. Hier noch eine Kiste am Start. Wow! Arschhaare werden wieder abgesenkt. Na, guck mal, das hat sie erwischt. Nichts zum Looten. Okay. Stirb! Okidoki. Hier brennt ein Haus. Das ist nicht schön. Oh, ein Schlüssel. Ich kann nicht noch mehr tragen. Bin ich schon wieder so voll, dass nicht mal mehr ein Schlüssel geht? Kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, dann können wir mal kurz wieder was Teleport-Ding latschen. Feld der Steine. Kalte Ebene, Lager. Wir machen erst den Turm auch, bevor wir dann da mit dem... Bevor wir Daggard holen. Oder holen wir erst Daggard? Nee, machen lass mal erst den Turm machen. Guten Abend. Guten Abend, oder doch? Wir machen auf jeden Fall das Gebiet, wo wir sind, jetzt eben noch fertig. Dann könnten wir vielleicht doch erst Daggard holen, weil sobald wir Daggard haben, ist halt das Identifizieren deutlich angenehmer, weil man nichts mehr bezahlen muss. Das macht das dann schon irgendwie angenehmer. Und billiger. Einen Moment. Einen Moment bitte. Naja, hätte ja klappen können. Oh, der Soundtrack, Alter, Leute. Als ich das angemacht habe und die Mucke lief. Ich habe mich legit eingekackt. Also, wirklich. 40% extra Gold von Monstern. Feuerwiderstand plus 8. Da nehme ich doch das extra Gold. Kohle muss rein. So, Moment. Dann packen wir dich dahin. Komm, ich pack dich mal hier unten hin. Ben. Ah, und merkt ihr auch mal das Runenwort Stahl. Tirel. Ist aber nur für Einhand, Knüppel, Axt oder Schwert. Okay. Warte, ich mach mir mal wieder ein Screenshot. Oh, Hashtag Screenshot wie ein alter Mann. Seid gegrüßt. Gegrüßt. Ich grüße dich auch. Ach, hier 3 bis 8 und 2 Slots, Alter. Nee. Juckt. Da! Endlich der Doppelgürtel. Der Doppelgürtel. Der ist zwar nicht so geil wie den, den wir jetzt am Start haben, aber ist egal. Das Geile am Doppelgürtel ist, Bob, ihr habt noch eine Reihe für Tränke und das macht sich schon bezahlt. So, mal sehen, was geht noch im Angebot hat. Geht! Nabend! Was hast denn hier Schönes? 20, 22, 20 verbesserte Verteidigung. Was habe ich denn hier? Ach, guck mal. Komm, geht. Geld muss ja auch ausgegeben werden, ne? Wie sieht es denn rüstungsmäßig aus? Da sind wir tatsächlich immer noch ganz gut am Start. Das kann man so lassen. 6. Ja, läuft.
So, weiter geht's. Ich bin über das Ding gegangen. Ich war gerade verwirrt, wo mein Teleportportal ist. Oh, ein bisschen dumm, ne? Muss auch mal sein. Dunkelwald. Uff. So, ich guck mich noch ein bisschen um hier. Das klang noch so gegnermäßig, aber hier scheinen wir schon gewesen zu sein. Wo geht das da oben hin? Da ist so ein, sieht durchgangsmäßig aus. Achso, da kamen wir ja her. Ja, clever. Der Fuchs ist manchmal ein bisschen, wie sagt man, verpeilt, ne? Kennt ihr ja. Oh, Tamofi, Grüße gehen raus. Willkommen im Fuchsbau. Danke fürs Hinzujoinen. Ein Schlüssel. Ah, guck mal, da kreucht und fleucht es doch noch. Das geht so natürlich nicht. Wir wollen die Gegend ja auch wieder sicher machen. Die, die, die. Hab jetzt 2,5 Stunden Diablo-Stream geschaut. Weiß jetzt jemand, wie ich es runterladen kann auf Battle.net? Achso, wenn du einen Diablo-Stream schaust, kriegst du dann als Drop irgendwie das alte Diablo oder was meinst du genau? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Droppen die das heute? Wollten die deswegen, dass wir das alles streamen? Ich mach's hier einfach nur, weil ich mich freue. Weil ich mich so freue! Weil ich mich so freue! Normalerweise müsstest du dann, also wenn das so ist, kriegst du eigentlich einen Drop mit einem Key und dann musst du den noch eigentlich nur einlösen oder wie läuft das? Man kriegt Zugang zur Beta. Wieder da, vorne Cross, Grüße gehen raus, genau. Im Inventar habe ich jetzt Diablo 2, aber ich sehe keine Code. Tja, das ist eine gute Frage, wie das funktioniert. Normalerweise müsste dann ja irgendwie so ein Code da, so ein Code auftauchen. Muss man das vielleicht erst noch irgendwie aktivieren oder so? Aber ist ja witzig, das heißt, wenn man hier zuglotzt, gibt es einen Drop. Ja, also schön weiter fleißig zugucken, Leute. Für den Drop. Ist ja witzig. Ich hab das damals bei Valorant gemacht, tatsächlich, weil ich da auch, ich war ja damals so ein Counter-Strike-Jünger. Und dachte mir, das kann man sich ja mal angucken. Vielleicht ist es ja ganz witzig, weil es nicht zu sehr Hero-Shooter-mäßig war, aber dann hat mich das irgendwie doch nicht so gereizt. Ich habe dann den Drop irgendwann gekriegt und das Schwarzmoor. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir ins Schwarzmoor jetzt schon oder wollen wir erst Deckard Cain und lass mal erst Deckard holen, oder? Was meint ihr? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare, haut mal in den Chat rein. Erst Deckard oder erst das Schwarzmoor? Solange hau ich hier noch ein paar Leute tot. Bin unentschlossen. Hallo, hörst du mal auf, die Kollegen wieder zu beleben? Ist nicht nett. Ich kann nicht noch mehr tragen. Mäuseblaufuchs und Chat, der Dirk. Grüße gehen raus an den Dirk. Bevor ihr es wieder vergessen, ja, Leute. Original. Es ist so krank. Ich komme immer noch nicht darauf klar. Der Dirk, lange nicht mehr gesehen, der Dirk. Habt ihr noch gut erholt? Habt ihr noch gut zu liegen? Komm, wir holen jetzt erst Deckard, Leute. Und Scheiß, komm, lass uns erst Deckard holen. Wir machen dann hier im Schwarzmoor weiter. Ich kann den armen Deckard halt nicht so, das geht nicht. Deckard braucht Hilfe. Wir können ja einen hilfesuchenden alten Mann nicht einfach länger als nötig da rumeiern lassen. Das geht halt nicht klar. Mein OBS schreit schon wieder rum. Ja, na klar, war ein netter Nachmittag und Abend. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Alter, mein Barbar ist schon wieder komplett zu fett, um zu rennen. Ach, guck mal, Schwarzmoor gibt's aber hier. Oh. Hätte man noch machen können, ne? Aber egal, komm. Wir gehen jetzt kurz ins Lager der Jägerin. Der Jens! Ach, guck mal, alle im Start hier. Wird sie erholt. Wird sie jetzt erholt, ich sag euch das. So, was haben wir denn hier? Oh, geht so, ne? Guck mal hier, warte. Den packen wir noch rein und den Rest verhökern wir eben schnell.
Vor allen Dingen haben wir dann wieder mehr Platz im Inventar, wenn wir die Rolle wegschmeißen können, weißt du? Ja. Och Gott, ist das schon wieder soweit. Scheiße, Bruder. Aber passt ja perfekt, dann können wir gleich 5 Minuten Pause machen. Und dann geht's danach Deckard Cain befreien. Das klingt für mich, klingt das nach einem guten Plan. Guck mal. 12 Schlüssel weg damit, so viel brauche ich eh nicht. Ich mache hier mit den dreien weiter. Jo, dann eben noch das Ganze. Ja, geil. Schwarzmoor oder Deckard Cain, 50-50. Ihr wollt mich verarschen. Denk an den Schläger. Welcher Schläger? Welcher Schläger? Prinz, welcher Schläger? Ach so, den Schläger. Ja, Alter, den Schläger. Ich denke an den Schläger. So, warte, Leute. 5 Minuten Pause. Wenn ihr mich wieder laufen hört, ich werde vielleicht wieder kurz laufen, damit wir uns nicht ausloggen da oder so. Aber ich glaube, das lag einfach vorher, weil es bugmäßig war, weil die Welt ja auch nicht mehr geladen hat. Ich glaube, da hat sich das Spiel einfach weggehangen. Dann machen wir kurz 5 Minuten Pause. Hol euch was zu trinken, hol euch was zu knabbern. Ich hole den Schläger. Und dann sehen wir uns gleich in 5 Minuten wieder. Bis gleich.